So, liebe Camperfreaks, wir haben jetzt eine richtig schöne Taverne gefunden. Jorgos Taverne. Die Infos blende ich euch dann gleich ein. Was cool ist, hier gibt es auch Park for Night. Also hier und da drüben, hier überall, kann man sich mit seinem Camper einfach mal hinstellen. Richtig schöner Baum da überall. Und also richtig schön, hier kann man auch essen. Geht ab 13 Uhr los bis 11 Uhr abends. Richtig schöner Wind hier, also richtig viel zum Sitzen hat man hier auch. Also eine richtig schöne Ecke und die Sicht ist einfach nur ein Traum. Also wir haben jetzt auch Glück, dass wir das hier ein bisschen so leer finden. Ist aber auch 11 Uhr jetzt. Also kein Wunder, die Griechen essen spät und die Touris machen das dann auch. Also hier ist eine richtig, richtig schöne Aussicht. Richtig schöner Wind. Es geht auch runter, hat er uns gesagt. Das habe ich noch nicht gesehen. Ich filme jetzt das Premiere jetzt mit euch zusammen. Gehe jetzt mal hier runter, den Gang. Also den Weg. So, jetzt schauen wir mal. Hier gibt es noch eine Beachbar, die hat aber noch nicht auf. Die macht er so ab August auf, dann ist hier noch mehr los und die Leute wollen auch da runter. Oh, aber schön hier. Alles noch so naturbelassen. Und ich glaube, ich habe den falschen Weg genommen. Aber egal, hier ist es auch. Schön, das sind so Korallengestein, würde ich schon fast sagen. Also nicht schlecht. Ja, echt schön hier. Wunderschön. Hier geht's jetzt zur Beachbar, die ich eben gerade angekündigt hatte. Wow, das sieht jetzt schon cool aus. Ja, wunderbar. Also wie gesagt, das wird ab August hier aufgemacht und ey, auch wunderschön hier. Echt schön. Also hier kommen da die ganzen Getränke so etc. Hier kann man sitzen, da hinten auch. Schöne Mücher sogar mit Kissen. Und hier geht es nochmal richtig schön über diesen Steg ans Meer. Ey, wow. Hier Treppen, beleuchtet ist es auch noch nachts. Also da stand ich gerade eben. Da so. Und hier geht es dann runter. Wow. Zugang zum Strand. Ja, super. Ja, ist das schön hier. Hoppa, ich muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich hier reinplumpfe. Wow! Wonderful! Schaut mal, wie sauber das Wasser ist hier. Wie sauber. Wunderschön. Wunderschön ist das hier. Sorry, Leute, aber ich bin echt geflasht. Und da ist ein cooler Wind hier. Also richtig schöner Wind. Ja. Also, von mir 5 von 5 Sterne. Wunderbar. Jorgos Beachbar. Ich muss jetzt genau mal gucken. Ich blende euch das dann ein. Vorher und jetzt nochmal, wo es genau ist. Ich kann es nur empfehlen. Und wie gesagt, ganz wichtig, Park for Night. Er hat insgesamt ca. 10 Stellplätze, je nachdem wie groß euer Camper ist. Und ihr könnt hier euch dann hinstellen mit einer super Sicht. Schaut euch das mal nochmal an. Hier, ich bin mal so. Einmal Panorama. Hat die Schnelle.